Hallo Freunde und willkommen zurück hier in Hero Siege. Und ja, wir werden mal gucken. Wir werden heute mal ganz gechillt hier anfangen und werden mal in den ersten Akt hineingehen, hier auf den normalen Modus, in das erste Level und werden mal gucken, was auf uns so zukommt. Und werden hier auch direkt mal starten. So. You are unfit for my service. Okay. So, da kommen auch schon rechts, links, überall die ersten Wellen, die wir immer abfangen müssen und besiegen müssen. Joa. Skills habe ich leider noch keine, dafür muss ich erst Level steigen. Ja, das ist alles noch ganz smoothy hier. Jetzt haben wir hier einen Helm. Boah, der ist gut, den nehmen wir mit. Oh, und schon Level 2. Das geht eigentlich mit dem Levelaufstieg hier immer relativ schnell. Auch aus gutem Grunde, da man ja wirklich auch viel hier zu tun hat mit Skills und allen Kram. Da muss das irgendwie schon so sein. Oh, und da ist schon eine erste Tür für den Shop. Und zwar sind diese Shops hier immer random auf diesen Karten. Da muss man jedes Mal gucken, jedes Mal in jeder Wave, also kann es sein, dass so ein Shop da ist oder in jedem Level. Und da gibt es halt immer random Artefakte abzugreifen oder aber auch andere schöne Dinge, die man gebrauchen kann. Ja, dann gibt es hier solche Schatztruhen wie diese hier, dafür braucht man auch einen Schlüssel, um die zu öffnen. Und die findet man natürlich immer bei Bossen oder halt in normalen Schatztruhen, wie aber auch wenn man Gegner tötet. Oder aber, da wurde noch zum Beispiel im normalen Schatztruhen. Oh, hier sieht man schon. Ja, da hat er was Blaues verloren, das ist schön. Mal gucken, wann die erste Welle hier vorbei ist, dass wir dann schon mal. Ah, schön. Können wir schon mal was skillen hier? Nehmen wir was auf den Händen auf jeden Fall. Die aus dem Boden hervorkommen nochmal. Ach so, Skelette spawnen hätte ich ja eigentlich auch machen können. Und Angriff. Angriff, Angriff, Angriff ist die beste Verteidigung, habe ich gehört. Und das werden wir auf jeden Fall mal machen. Zudem, ich habe noch 19 Sekunden Zeit. Kann ich schon irgendwas ausrüsten hier an. Ne, es wird noch alles rot angezeigt bei den Ausrüstungen. Das ist sehr schade. Da müssen wir noch ein bisschen warten. So, dann sind natürlich auch immer so kleine Spots hier, wie zum Beispiel das. Das gibt es auch auf jeder Map. Die jetzt nicht zu den offiziellen Maps gehören, so gesehen. Zu den offiziellen Waves, meine ich. Zu den offiziellen Waves, die immer kommen, die man abhalten muss. Sind da zusätzlich hier immer noch solche Monster-Spots, die man dann besiegen kann. Oh, gelber Gegenstand. Vorsicht, dass man hier gar nicht redet. Kommt schon von allen Seiten. Das ist schon ein bisschen lästig. Gut, dass ich noch meinen Begleiter habe, der sie aber irgendwie. Dass denen irgendwie gar nicht juckt, sage ich jetzt mal. Bringt nicht viel. Ich hätte vielleicht doch nochmal Skelette skillen sollen. Mache ich auch gleich. Denn da kann ich immer gleichzeitig drei Skelette von den Leichen. Kann ich da beschwören und ja, die helfen mir natürlich auch richtig gut im Kampf. Das darf man nicht verachten. Und es wäre so geil, wenn ich irgendwo hier direkt einen Schlüssel finden würde. Das wäre natürlich sowas von nice. So, die Wave ist abgeschlossen. Wir werden mal direkt auf Skelette 2 Punkte machen. Wunderbar. 1, 2. Ich würde mal sagen, ja, setze ich noch was auf Aushaltevermögen. Das ist die Frage. Ich gehe erstmal voll auf Angriff, so dass wir ordentlich hier was abziehen. Kann ich denn jetzt schon was anlegen? Da ist schon was. Das kann ich schon mal anlegen. Das ist gut. Schöner Brustpanzer. Hier kann ich noch Handschuhe anlegen. Schuhe hat er schon angelegt. Okay, hier ist alles so ein bisschen random, alles gleich. Okay. Und ein Schild. Ist das ein Schild? Oder eher ein Accessoire? Das kann sein. Bin mir gar nicht so sicher, was genau das ist.
Ja, können wir auch schon anlegen. Und die nächste Welle kommt direkt. Und irgendwas hat sich geöffnet. Ich habe das Geräusch gehört, dieses Klingeln, was da immer kommt. Das kann sein, dass hier irgendwo, schätze ich jetzt mal, eine Dungeon aufgegangen ist. Die kommen natürlich auch immer random, wo man dann rein kann. Wir werden mal sehen. Ich werde mich mal ein bisschen umgucken hier. Hier unten war ich ja auch noch nicht auf der Map. Die Vasen hier noch mitnehmen auf jeden Fall. Da kommen dann so schöne Sachen raus wie so eine Potion. Aber ich möchte die Heilpotion mitnehmen. Wird beides als Magic Potion gezählt. Und jetzt zeige ich euch mal was. Wenn hier jetzt gleich einer stirbt. Zack. Habt ihr es gesehen? Ja, wahrscheinlich nicht so gut. Aber jetzt nochmal. Da sind nämlich jetzt direkt, wie ihr gesehen habt, habe ich hier direkt meine Skelette gespawnt. Die sind jetzt allerdings aber auch direkt dazwischen gespawnt. In die Gegner rein. Kann ich jetzt auch noch mal einen. Jetzt habe ich hier zwei Stück. Kann ich noch einen von spawnen? Nee, noch einen geht nicht. Aber ich kann hier in diese Dungeon. Oder ist es jetzt eine Krypta? Also man muss am Anfang halt aufpassen, dass man auch, wenn man in diese Dungeon und Kryptas reingeht, die könnten This manchmal ziemlich place stark that sein, you wie like diese hier. Touch. Wo dann Monsterwellen kommen, wo man nicht aufpassen muss. Und am Anfang hauen die noch wirklich richtig rein. Und da muss man wirklich aufpassen. Denn sonst ist man da schneller tot, als man gucken kann. Wenn man da nicht so richtig aufpasst, wie ich. Na gut, aber es ging ja jetzt gut voran hier. Dann zwischendurch immer mal so ein paar kleine Rätsel. Dann gibt es auch überall einen Boss in jeder Krypta, in jeder Dungeon, wo man dann auch noch mal Relikte oder andere Sachen abgreifen kann. Und dieser, ja, wie soll ich sagen, dieser Schrein hier, der hat es schon in sich auf jeden Fall. Weil hier direkt auch ein Boss ist, der nicht gerade unbedingt so leicht ist. Mein Gefühl nach auf jeden Fall. Aber ich bin auch Level 6. Da will ich gleich nochmal schauen. Das will ich erstmal. Kann ich hier stehen bleiben? Ja. Kann ich stehen bleiben? Nochmal schnell durchskillen. Dann einmal noch auf die und einmal auf die Hände. Bringt sowieso nur, wenn ich den Gegner nahe bin, was. Daher ich mich sowieso ein bisschen immer fernhalte, ist so eine Sache. So, da war jetzt natürlich schon sehr viel auf Angriff geskillt haben, könnte es durchaus sein, dass ich hier gar nicht mal mehr so schlecht bei rausgehe, könnte man sagen. Aber wir werden es gleich sehen, wir werden es gleich sehen. So, ich kann jetzt auch einiges anlegen hier. Was? Was war das jetzt? Was hat mich denn jetzt getroffen? Hat mich jetzt das Feuer gerade getroffen? Kann natürlich sein. So, hier 18 Armor, das nehmen wir mit. Geht hier noch was Neues? Hier haben wir noch eine neue Brustplattenpanzer, 17 Armor. Jetzt alles ausrüsten, was soweit geht. Hier noch ein Staff, auch nicht schlecht. Oh, 54 Base Damage, 131 Speed Attack. Und von den anderen Sachen auch ordentlich was. Das ist wunderbar, das gefällt mir. Hier haben wir nichts weiter. Hier können wir noch ein paar Schuhe anlegen. Hier können wir auch noch das Relikt einmal ändern. Oder das Accessoire. Ich sage immer ein Schild dazu. Also für mich sieht das aus wie ein Schild. Könnte auch so gut aussehen. Accessoire, Schild. Ja, wie man es nimmt halt. Life's putrid Ja, flame ist ja must be gut. snuffed out So, dann first. gucken wir mal, ob wir diesen Boss hier schaffen. Ich gebe die Tür nicht wieder zu. Eieiei. Was ist das? Ah, seht ihr, ich bin nicht mal nach hinten in die Falle gelaufen. Der Boss kam direkt auf mich zu und ich war schon instant tot. Also, man sollte wirklich, sage ich mal, solche Krypta. Dungeon ist noch okay. Die Dungeons sind eigentlich noch relativ etwas leichter. Aber Krypten sollte man, denke ich mal, erstmal vorerst die ersten zwei Level. There is no salvation Ja, die ersten but zwei through Level me. vielleicht doch überspringen und erstmal beiseite lassen. Und dann doch eher versuchen, ob man einen Schlüssel findet für einen Shop oder sowas, dass man da reinkommt. Aber mal gut, man sieht hier, ich mache jetzt schon relativ mehr Schaden als vorher.
können wir hier gleich nochmal ein paar Skelette spawnen. Wir ziehen ganz schön viel Mana. Sehe ich gerade. Oh, ein bisschen mehr Mana. Demnächst. Relativ schnell leer. Aber man sieht schon. Man sieht schon, es geht viel, viel geschmeidiger runter jetzt. Oh, die können auch Fernangriff, okay. Leider bis jetzt noch keinen Schlüssel gefunden, keinen Schlüssel gedroppt hier. Das ist sehr, sehr schade. Ja gut, hier am Anfang ist sowieso noch alles ein bisschen... Ja, das dauert halt ein bisschen, bis die guten Gegner kommen, die dann mal mehr verlieren oder gute Schlüssel verlieren oder sowas. Kristallschlüssel sind sowieso richtig selten. Wenn wir da mal einen von finden, dann können wir schon ganz glücklich sein. Dann macht die Kisten aber ziemlich langsam kaputt, habe ich das Gefühl. Da fehlt noch ganz schön viel Textur. Oh, Level 7 hier, wunderbar. Wunderbar, das läuft ja richtig gut. So, was haben wir hier unten? Okay, außerhalb ein paar. Das bringt mir jetzt gar nichts. Das bringt mir leider auch nichts. Und das weiße Klamottenzeug bräuchte ich, glaube ich, gar nicht einzusammeln. Oh, hier eine Schatztruhe gespawnt. Magic Potion, okay. Ich nehme die Orange mit. Ich weiß nicht, was es macht. Ich glaube, es lädt aber auch... Es lädt, glaube ich, aber auch Heilung oder sowas in der Art auf. Denke ich mal. Ja. Werd schon wieder müde. Leider gibt es hier keinen Shop. Also ich habe zumindest keinen gesichtet. Sehr, sehr schade. Aber was heißt schade? Ein Heilschrein. Ah, hier unten ist ein Heilschrein erschienen. Okay. Ja, was heißt schade? Schade ist es eigentlich nicht. Da ich ja sowieso keinen Schlüssel habe, nicht reingekommen wäre. Und da sehe ich gerade hinter dem Baum, ist ein hat der Gegner einen Schlüssel verloren. Und den habe ich mir jetzt gerade eingesammelt. Das ist wunderbar. Den werden wir auch erstmal aufgeben. Am Anfang sehr, sehr wichtig, wenn ihr random Shops findet, nehmt jeden Shop mit, wie ihr könnt. Denn da gibt es auch Relikte, die ihr mitnehmen solltet, die euch am Anfang wirklich stärken. Die am Anfang wirklich stärken, die Relikte, und die sollte man immer mitnehmen. Und ja, dann hoffe ich jetzt nur noch, dass dann irgendwann bald irgendwo ein Shop kommt, dass wir da dann rein können. Ja, ich möchte das jetzt nicht für die Truhe hier verschwenden, unbedingt. Und dann kommt dann irgendwann woanders wieder... Ja, eigentlich kommt hier jetzt eigentlich kein Shop mehr, glaube ich. In diesem Level. Da müsste ich dann halt nochmal verlassen, zum Beispiel. Und hoffen, wenn ich das Level nochmal neu starten würde, dass dann ein Shop kommt. Also wir hätten dann, sage ich mal, eher mehr Glück auf das zweite Level in dem Akt hier, wo wir dann sagen könnten, oh, da ist jetzt ein Shop und da haben wir den Schlüssel aufgehoben und da können wir dann rein. Das wäre dann schon nicht schlecht. Oh, das war eine gute Idee hier, das mitzunehmen. Wo haben wir noch ein paar Gegner? Da ist noch einer. So, Level 8 bin ich schon. Möchte ich noch mal kurz hier einen da drauf und den Rest auf Angriff. So, die Wave ist noch nicht vorbei. Hier müssen noch irgendwo ein paar Gegner rumstehen. Und so langsam gehen sie doch gut runter wie Butter. Ist aber auf jeden Fall noch weit ausbaufähiger. So, und jetzt kommt hier der Level-Boss. Der spawnt, glaube ich, hier unten.
My bones are so cool. Ja, da spawnt er. Nothing to defile. Komm mal her, mein Freund. 11k, naja, das ist ein, das geht auch. Er zieht sich her. Das war heftig. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich werde hier mal den Heilschrein noch spielen. So, voll geheilt. Und ja, wunderbar. Hier gleich ein schönes Amulett in episch und noch ein seltenes Amulett. Und zwei Schlüssel hier unten. Wunderbar, das besser kann es ja gar nicht sein. Haben wir drei Schlüssel. Das ist schon mal sehr gut. Und jede Menge Truhen. Da würde ich sagen, nehmen wir den ganzen Loot mit hier. Öffnen die goldene Truhe auch noch mit. Devil Skull, Cursed. Was genau macht der? Das weiß ich jetzt nicht. Irgendwas mit... Ah, ja, alles klar. Habe ich mir schon fast gedacht. Okay, dieses Artefakt hier, was ich gefunden habe, diesen toten Schädel, der macht halt, wenn ich hier schieße, zwischendurch random halt diesen Cursed Attack, diesen kreisrunde Attacke, die dann von allen Seiten was trifft. Und ja, ist ja gut. Ah, passiert natürlich auch, wenn ich AFK rumstehe oder gar nichts tue, dann kommt es auch immer. Dieser Effekt. Ja, finde ich schon mal fürs Erste in Ordnung. Ist jetzt nicht das beste Relikt, aber man will ja nicht meckern. Da gibt es noch weitaus 10-mal bessere. Aber fürs Erste, wie gesagt, ja, nehme ich gern mit. So, Fields of Battle. Wir wollen erst einmal kurz gucken. Hier ist ein Shop, wie ihr jetzt seht. Den nehmen wir direkt mal mit. Und dann will ich mit euch erst nochmal zurück in die Stadt. Das ist jetzt das zweite Level von Akt 1 hier. Wir müssen jetzt halt einmal die Welle besiegen, damit wir dort in den Shop können, sonst vorher können wir da nicht rein. So, komm. Und hier sind meine Lieblingsgegner, die blöden Bogenschützen, vor denen man noch besser aufpassen muss und ausweichen sollte. Denn wenn die einen treffen, das zieht dann doch schon mal etwas schöner an Lebenspunkte ab. Und die Würmer, die sind natürlich auch sehr zu achten. Die sind sehr nervig. Erstens lohnen die euch richtig runter, dass ihr hier nicht groß rumlaufen könnt. Und dann haben die noch irgendeine komische Attacke, die so eine Art Bombenattacke irgendwie, die irgendein Toxid da ausspritzt, wie sonst was. Go ahead, look around. Ja, da sollte man sich fernhalten, versuchen so gut wie möglich als Fernkämpfer auch vom Fern zu kämpfen. So, und was habe ich hier? Hey, das sieht doch gut aus. Ein Schäfchen. Ich glaube, warte, ist das ein Dämon-Schief? Sail? Never heard of it. Das macht mehr Speed-Attack auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es auch mehr Attack macht. Ich kenne die ganzen... You will find better deals or wares. Ja, I guarantee it. Ich kenne die nicht alle so gut aus dem Kopf, die ganzen. Also ich kenne ein paar Relikte, aber auch nicht wirklich. Ich habe da ja eine Internetseite zu, die werde ich dann beim nächsten Mal separat dazu anmachen. Und was ich nicht kenne, dann werde ich mal gucken. Und werde dann auch dazu was sagen. No window shopping here, boyo. Make what the spendy spend. Gucken mal kurz. Nee, hier wollte ich nicht rein. Hier wollte ich rein. Ja, macht auf jeden Fall Speed Detect und Movement Speed, glaube ich, ist, glaube ich, auch erhöht worden. Sonst sehe ich jetzt nicht Lebens... Nee. Laufspeed wurde nicht erhöht. Das auf jeden Fall nicht. Ich kann ja noch mal ein bisschen Stamina mitnehmen. Armor, Energy und Strength. Und den Heiltrank, ja, den lassen wir hier, den brauche ich eigentlich nicht. Okay. Dann würde ich sagen, einmal gehen wir jetzt zurück zur Stadt. Ich will nochmal einen kleinen Check-up machen hier. Noch ein paar Sachen verkaufen und ein paar neue Sachen anlegen. Was haben wir hier noch alles? Okay, nur Schrott. Hier eine Rüstung ab Stufe 9. Ist noch nicht gebrauchbar. Und dann ein Amulett. Das können wir anlegen. Ja, das nehmen wir mit. Und dann haben wir hier noch eins ab. Das lilane ab Stufe 21 erst. Ist natürlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen.
Ja, hier haben wir auch nichts Neues. Schuhe haben wir auch neue ab Level 9. Hier können wir noch neue Handschuhe anlegen. Plus 7 Armor, wunderbar. Und ein Staff, der ist auch schlecht. Den können wir eigentlich, boah, den können wir verkaufen. Der ist nicht so schön jetzt irgendwie. Gut, würde ich sagen, Sell Items. Einmal. Alles verkaufen, außer die roten. Die heben wir noch auf. Ja. Das gibt ordentlich Geld auf jeden Fall. Na, hier die Anfangs-Items geben noch nicht so viel Geld. Später dann die ganzen Items, da sieht man dann schon durchaus, dass das Ganze viel, viel mehr Geld bringt auf jeden Fall. Und so, haben wir jetzt noch was vergessen? Auf T geskillt habe ich alles soweit. Das sieht sehr gut aus. Dann würde ich sagen, gucke hier nochmal hin. Das zweite Level ist hier freigeschaltet auf jeden Fall. Ja, dann können wir das doch hier so stehen lassen, würde ich sagen, für die zweite Folge. Und dann werden wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen, uns mal hier in Akt 1 das Level 2 anschauen. Wie weit wir da kommen und was da so zu machen ist. Ja, dann hoffe ich, es hat euch erst einmal wieder gefallen. Macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.